Wir erfüllen einen Wunsch jetzt für Anja. Ihre Schwester Sigrid hat den Wunsch eingereicht und wir treffen die jetzt gleich bei ihrer Mutter, der Mechthild. Anja hat gar keine Ahnung. Überraschung. Du bist Anja. Ja, ich bin die Anja. Hallo. Ich bin Andrea. Und du bist? Ich bin Eva, die Tochter. Also die Sigrid, ne? Die hat sich was ausgedacht. Und hat dann so gedacht, okay, wie kriegen wir das jetzt hin, weil Sigrid ja heute nicht konnte. Und dann hat sie gesagt, okay, ich nehme jetzt noch die Eva mit ins Schlepptau, deine Mutter Mechthild und wir lotsen die jetzt irgendwie dahin, weil wir nämlich eine Überraschung für dich haben von der Wünsch-dir-was-Aktion. Okay. Kennst du die? Ja. Ah, sie kennt die. Ich gucke regelmäßig Videos an. Aber hier in dem Haus haben wir hier auch geholfen, wir von der... Ja. Ja, haben wir auch, ne? Ja, ja, Badezimmer. Wollte ich doch gerade sagen. Badezimmer ja. Entfernt. Und bei euch im Haus doch, glaube ich. Bei uns waren welche von den Dachzentren und die haben Schlamm aus dem Keller, ja. Ich erinnere mich irgendwie an sowas. Ja, pass auf, jetzt kommst du mal mit. Wir gehen einmal um die Ecke. Also, es ist fürs neue Zuhause, aber du kannst es jetzt schon nutzen. Ja. Ne? Okay. Und dann, deine Schwester war der Meinung, du brauchst so einen, wie nennt man das nochmal, Wischstaubsauger-Dingens-Teil, der so eine Wischfunktion hat und sonstige. Und ich habe da auch nachher jemanden den Kontakt, den gebe ich dir dann nachher auch weiter. Wenn irgendwas mal dran ist, kannst du ihn jederzeit anrufen. Der kommt eigentlich auch aus dieser Ecke hier und ja, und unterstützt uns drin, dass wir Staubsauger auch verschenken dürfen. Und den haben wir dir jetzt mitgebracht. Wow. Das ist nicht mit gerechnet.